Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit der 100 Baby Challenge. Wo ich Ende der letzten Folge festgestellt habe, dass wir an Geld gekommen sind. Ich weiß noch nicht von wem, aber ich gehe davon aus, dass uns Harwood Clay was vermacht hat. Hab jetzt noch kein Review gemacht, weil es immer noch die gleiche Aufnahmesession ist. Wir haben uns da einen hübschen Balkon gebaut, aber was ich auch so bei mir dachte, wäre, wenn dann irgendwann die gute Polly. Oh, hier hinten fehlen noch Fenster, sehe ich gerade. Och, ist nicht so schlimm. Wenn die gute Polly irgendwann nicht mehr kann, / darf, dann vielleicht wäre es auch schön, wenn sie hier so ein kleines Häuschen direkt nebenan hätte. Nur das, wo sie sich dann zurückziehen kann und dementsprechend gleich wieder Baumodus, Palzi, super, du bist glücklich. Ja, ich bin glücklich. Und zwar werden wir hier das Zeugs einfach entfernen. Machen aber auch mal Licht an. Und dann, ich werde das jetzt nicht zu Ende bauen, aber ich werde hier wieder dicht machen erstmal. Kann nicht durch Zaun platziert werden. Das heißt, wir müssen den da kurz wegnehmen. Da und da Fundament setzen. Dann natürlich hier richtig anmalen, dann den Zaun wieder setzen, damit da keiner reinkommt. Jetzt ist es wirklich abgesperrt hier hinten. Dann können wir hier erweitern. Ziehen hier dann auch die Wände. Ich werde jetzt da nicht anfangen einzurichten, möchte nur wegen der Optik da jetzt schon mal vorgreifen. Das fehlt doch. Nee, das fehlt nicht. Das ist okay. Man könnte sogar hier irgendwie dann auch noch Fundamente setzen, dass sie praktisch hier so ein L-förmiges Häuschen dann letztendlich bekommt. Die Wand lasse ich erstmal durchaus. Werde da jetzt auch aufhören. Müssen dann nur noch Satteldach setzen. So, gucken, ob alles passt hier. Hier haut's hin. Hier ist es hinten auch. Ah, das ist natürlich da nicht so schön. Dann gib mir mal gerade den da, die Wand mit Nieten. So. Ja, da bräuchten wir dann natürlich dann auch noch Fenster, bloß da ja, später überlegen, wie genau man das dann macht. Ist ja auch noch nicht so weit. Polly möge uns möglichst lange erhalten bleiben, sage ich dazu nur. Was ich da aber schon vorbereitend mache, ist als erstes dich mal irgendwo anders hinstellen, weil die Tür brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir können uns da auch so eine schöne Schiebetür noch gönnen. Ne, Polly soll es ja dann auf ihre alten Tage auch ein bisschen hübsch haben. Und was ich jetzt natürlich gesehen habe noch ist, dass hier, hallo Baum, Fenster fehlen. Und zwar einige. Hier ist okay, wenn da keine Fenster sind.
Und wenn wir neue Fenster kaufen, dann. Ach, wir können auch erstmal die Wahrheitstrenner nehmen. So schlimm sind die auch nicht und so viel. Andererseits ist natürlich der Wahrheitstrenner kostet 75 und das Blumenpachtfenster auch nur 145, ne? Das heißt, hier vorne irgendwie ein paar Fenster ersetzen. Und hinten raus interessiert ja eh keinen, wie es aussieht. Fangen wir mal einfach da an. So, dann haben wir da auch Licht. Dich lösche ich und da kommen dann Blumenprachtfenster hin. Nicht, dass man die unbedingt besser von der Straße aussehen könnte wegen des Baumes, aber für meine Nerven ist das auf jeden Fall besser. So, wir haben jetzt da überall Fenster, das ist sehr schön. Und dann habe ich aber gerade noch gesehen, ne, wenn wir das Licht wieder ausmachen, dass wir noch draußen noch ein bisschen mehr Licht brauchen könnten. Einmal vielleicht hier nach vorne raus und dann hier unten auch noch, dass man sich hier auch noch einen gönnt. Ein bisschen Beleuchtung da ist. Ja, soweit zum Bauen. Ich mache aber kurz mal eine Speicherung. So, dann geht's hier weiter. Abendessen ist angesagt. Reste essen. Hier Gelee-Sandwiches müssen weg. Na, die Kinder waren zuletzt plündern im Park mal wieder. Du musst leider noch ein bisschen warten, bis du die andere Tochter gefüttert hast. Was hast du jetzt vor? Ach so, das neue Objekt, das wir gekauft haben, prüfen. Brauchst du nicht. Ich sagte, brauchst du nicht. Du wirst auf dem Boden gefüttert und dann kannst du auch noch Gelee-Sandwich essen. Du brauchst nicht aufräumen, sondern fang mal an, Hausaufgaben noch zu machen. Je mehr wir heute schaffen, desto weniger müssen wir morgen. Denn morgen ist ja Geburtstag der beiden. Bist du schon fertig mit der Pülli? Tatsache. Du bist die Beste, Celine. So, und du, wenn du fertig bist, dann auch loslegen da. Läuft Kindermusik eigentlich? Ich glaube, ich hatte umgestellt, aber ja, wir wollen ja einen möglichst großen Schwung an Kindern produzieren. Müssen nicht unbedingt Vierlinge sein, aber wenn es Drillinge werden, ist nicht schlimm. Das ist überhaupt kein Thema. About a hill. Dig now.
Mutti räumt freiwillig auf, das ist super. Mutti ist halt die Beste, ne? Beißt die Maus keinen Faden ab. So. Da ist was zu leeren. Die zwei Wünsche kannst du machen, wenn die Kinder ins Bett müssen. Du möchtest deine Kochenfähigkeit verbessern. Ja, dann würde ich sagen, setzt du dich da mal hin. Da läuft auch die Kindermusik gleichzeitig. Das ist gut. Du lernst auch, das heißt, richtige Kanal ist eingestellt. Oh, 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 da, 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 da. Na gut, das hat auch gebimmelt, ne? Polly fühlt sich nicht so gut. Sie sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben, wegen unbekannter Ursache. Was mag das wohl sein? Also mit den Hausaufgaben geht richtig flott, dadurch, dass die echt die Logik so hoch haben inzwischen. Du könntest noch duschen gehen. Mach das bitte mal als erstes. Obwohl, eine von euch könnte auch nach oben. Denn Mutti braucht noch 2 Stunden, muss sich vorher aber um die Kleinen kümmern. Dann geh du hier duschen. Und danach willst du ja soziale Netzwerke verbessern. Dann müssen wir uns dann drum kümmern. Und wenn du fertig bist, dann darfst du da duschen. Wie? Wieso kommst du denn da nicht hin? Ist da irgendeine Tür? Nee, die ist doch offen. Geh mal hier hin. Also das möchte ich jetzt ja mal prüfen. Wieso du behauptest, du kommst da nicht rein? Die Tür ist verbuggt, kann das sein? Ja, geh mal ein Stück weg, dass ich die Tür wieder zurücksetzen kann. Dann teste mal aus, ob du... Nee, erstmal die Tür jetzt wieder versetzen. Dann Nummer sicher abschließen, alle außer mein Haushalt aufschließen. Dann bitte testen, ob du hier reinkommst. Kein Thema. Dann testen, ob du hier jetzt reinkommst. Ja, irgendwas war da. Duschen. So, Polly Poff hat sich mit dem Star Scout Sergeant angefreundet. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Selber Star werden. Ist das nicht eh ihr Wunsch? Star Level 5 erreichen. So, du musst jetzt aber runter, um die Kiddies ins Bett zu bringen. Dazu plaudern und kitzeln möchtest du erstmal, aber Windel wechseln, dann plaudern und kitzeln. Und dann kannst du Celine auch ins Kinderbett legen. Du, meine
Juteste, kannst dich um Diane kümmern. Na, Gudi, Baba. Du hast da auch einen Wunsch, aber das ist ein Celine-Wunsch, aber den könnte man trotzdem erfüllen. Da mit Diane kuscheln. Windel wechseln, da kannst du noch eine Runde kuscheln und dann Diane da hinlegen. Das packen wir mal weg. Und bist du oben fertig? Ja. Kannst auch direkt ins Bett gehen. Keine Textnachrichten mehr heute. Geh schlafen. Und wenn du fertig bist, dann darfst du auch schlafen gehen. Was ich jetzt eben gerade gedacht habe, ist, wir haben so viel Geld, ob wir uns nicht doch bessere Betten leisten, dass die Kinder halt Einzelbetten bekommen. Aber 1400 ist halt ein ganz ordentliches Stück, ne? Weiß ich noch nicht, sehe ich uns noch nicht gerade. Das Ganze trotz 12.000. Oder machen wir das? Das ist natürlich dann ein Platzproblem, ne? Wie viel von den Betten kriegen wir hier unter? Ich sehe nur zwei. Mehr geht nicht. Nee, mehr als zwei geht nicht. Wenn wir hier einen zweiten Raum hätten, wir haben hier auch noch einen komplett ungenutzten Raum. Die Kinder könnten theoretisch Einzelzimmer aktuell sogar noch haben. Aber für die Betten muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Rabatt für Geschicklichkeit 10, obwohl weiß ich nicht, ob der sich auf Betten auswirkt. Aber das würde ich gerne noch abwarten. Da gibt es ja dann, wenn man Geschicklichkeit 10 erreicht, den 20, 25% Baurabatt auf jeden Fall. Und der wirkt sich auch auf einige Objekte aus. Ich weiß nicht, ob Betten dazugehören. Von daher müssen die Kinder jetzt erst noch mal mit denen klarkommen. Du gehst ins Bett. So, den Wunsch hast du dir erfüllt. Den können wir einloggen. Mutti ist wunschlos glücklich, rennt aber gleich auf Toilette. Nämlich jetzt. Du gehst ins Bett und wir schauen Mutti zu. Ja. Oh nee. Nicht schon wieder. So, da du aber eh gerade hier bist, darfst du das auch gleich mal benutzen. Da der, nee, wir wissen noch nicht, dass wir schwanger sind. Sind ein bisschen durcheinander gerade. Das heißt, ich mache jetzt noch nicht Schluss mit dem Baby Daddy. Wie hieß er? Bill Copperfield, ne? Genau, Bill Copperfield, der Bruder von David. Hier wird überall geschlafen, das ist gut. Dann würde ich sagen, da du gerade dich übergeben hast, nutzen wir doch die Möglichkeit und gehen auch ins Bett mit dir. Und dann bis morgen früh. Polly ist eigentlich noch weit davon entfernt, wirklich ausgeschlafen zu sein, aber ihr seht es ja selbst. Ein gewisser Drang ist einfach da. Halb so wild, Polly. Alles super. Deine Energie ist auch fast da. Von daher geh gleich duschen.
Und dann auf der Szenerie bitte auflaufen. Wollen wir spieken? Also jetzt nicht Fanservice, aber ich bin zu neugierig, Leute. Viel zu neugierig. Also es wären garantiert Zwillinge. Wir haben 20% auf Drillinge und 2% schon auf Vierlinge. So, Diane ist wach. Ja, da ist dunkel. Ihr könnt noch kein Licht anmachen. Wie weit sieht es denn bei dir aus? Soweit ganz okay. Den Wunsch ignorieren wir. Nigel einen Heiratsantrag machen. Also jetzt wird es ja hier echt wild. Sie scheint ja echt schwer verschossen zu sein in Nigel. So, heute ist Abschlussball, aber ihr zwei könnt mal kommen, um euch um die Kiddies kümmern. Und zwar als erstes den Raum betreten. Vielleicht entwickelt die ein oder andere von euch ein bestimmtes Bedürfnis hinsichtlich eines Kindes. Du möchtest Diane in die Luft werfen. Ich pfeife auf die sozialen Netzwerke. Du möchtest mit Celine plaudern. Dann Outfit wechseln, Alltag und kurz mit ihr plaudern. Du möchtest Diane in die Luft werfen. Dann legen wir doch los. Jim's Gimaka. Oh, Abschlussball und Schwangerschaft. Hervorragend. Läuft doch. Mutti, du hast eine auf dem Arm. Das heißt, du kannst mit derjenigen, das ist glaube ich Diane, ne? Ja. Auch hier hingehen. Den geht's soweit gut. Dann geh du schon mal hier hin, während du Celine da absetzt. Nee, du brauchst nicht im Schaukelstuhl mit ihr schaukeln. Was jetzt passieren wird, ist, habe ich die Testing Sheets an, ich werde es gleich sehen. Nächste Alt. Vorher checken. Das ist mir schon häufig genug passiert. Nee, die sind heute dran. Okay. Nächste Alterungsstufe da. Celine hat Geburtstag. Ja, das wissen wir. Und dann kaufen wir jetzt einen Geburtstagskuchen. Damit wir den Geburtstag der beiden feiern. Ne? Und ich möchte das nur klarstellen, wie bei den beiden anderen. Ich sehe nicht ein, dass ich da zwei Kuchen kaufe. Du kannst dann auch schon hier rüberkommen. Wir warten aber jetzt kurz ab, bis Celines Alterung durch ist. Gibt auch nichts zu essen für dich. Und auch du bleibst hier. Das Krabbeln und auf den Hintern fallen liegen nun hinter Celine. Sie ist endlich ein Kind. Zwar hat sie jede Menge Arbeit und vor allem haufenweise Hausaufgaben vor sich, aber wenn Celine sich anstrengt, in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihr meinen. Da du bei der Erziehung Höchstleistungen vollbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal Celine weiterentwickeln soll. Ja, aber wir haben ja Folge 1, wir wollen was Böses. Celine ist eine böse Virtuosin, die aber obendrein tollpatschig ist.
Ist völlig okay für mich. So, Mutti, du kommst wieder hierher. Du darfst nämlich jetzt die Kerzen ausblasen für Diane. Los, Geburtstag feiern, alle. Hier mal kurz kontrollieren. 0 Tage, haut hin. Polly Puff ist stolz darauf, dass Celine ins Kindesalter eingetreten ist. Alle Eltern empfinden es als wundervolle Erinnerung, ihren Augenstern heranwachsen zu sehen. Na dann, wollen wir mal. Diane hat Geburtstag. Wir sind schon dabei, Spiel, falls du es noch nicht bemerkt hast. Nee, muss ich oben lachen. Ribsy Nerd. Yippie-yo! So, die feiern. Wir müssen jetzt nur auf Polly aufpassen. Polly, du darfst gerne hier bleiben. Ein bisschen beiseite gehen, damit die Kleine gleich Kuchen nehmen kann, auch hier krabbeln und auf den Hintern fallen und auch hier, wir hätten ja ein negatives Merkmal, Feigling. Völlig in Ordnung. Was war sie sonst noch? Diane, erstmal kontrollieren. 8 Tage, passt. Genie, hasst die Natur, Feigling. Das ist auch eine hübsche Zusammenstellung. Ja, und du kriegst gleich was zu essen, Mutti. Ich mache aber kurz Makeover für die beiden. Makeover von Celine. Ich habe ja eine andere Frise verpasst. Also diese komischen Zöpfe rechts, links. Also was heißt Zöpfe? Diese Büsche da gingen gar nicht. Und wenn ich immer My Heart Will Go On vor mich hinsumme, dann habe ich hier jetzt diese Frise verpasst. Ich hoffe, es ist okay für euch. Da sie böse ist, habe ich ihr als Sekundärfarbe schwarz verpasst. Und ich fand auch mal einen Rock ganz interessant für einen, nein, hübsch für einen. So, das ist ihre Abendkleidung, der Schlafanzug, nichts Besonderes. Jetzt kommt, glaube ich, eh nichts Besonderes mehr eigentlich. Und dann noch Outdoor. Und dann widme ich mich Diane. Bei Diane habe ich die Frisur auch angepasst, auch die Haare ein bisschen länger gemacht. Hat jetzt halt 2 Zöpfe, rechts und links mit Schleifchen in ihrer Farbe. Ansonsten Alltagsoutfit, Abendkleidung, Schlafanzug, Sport, Badekleidung, die hat sie gehabt, ich habe die nur eingefärbt, vielleicht weil sie ein Feigling ist. Sicherheit geht ja schließlich vor, ne? Und dann Outdoor hier noch und dann bis gleich im Spiel. Und da färben wir dann auch der Blick, ja, er sagt Bände, würde ich sagen. Ja, dann lass laufen da, damit ihr alle Kuchen greifen könnt, nur aufpassen, dass... Ich sehe dich. Und auch diesmal ist Polly stolz. Alle anderen... Nee, du brauchst keine Geschichte erzählen. Kuchen greifen, Leute. Jo, es scheint ja zu funktionieren. Polly, du bist arbeitslos. Das Spiel schreibt es dir da schwarz auf weiß. Polly wird wohl nicht ab Kuchen
Essen teilnehmen. Wohin ist sie gelaufen? Ach, da diesmal. Ja, Polly, was ist das? Makaroni mit Käse. Kann man sich ja mal wünschen. Nee, warte mal. Ich werde... Kannst direkt hier ein Kuchenstück rausnehmen. So, dann was stellen wir an? In dieser Folge würde ich sagen, stellen wir überhaupt nichts mehr an. Denn das wär's für dieses Mal. Da ist ein Steinchen, ich sehe ihn genau. Ist das wieder ein Meteorstein für unsere Sammlung oben? Ja, wir stellen hier nichts mehr an, denn das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start. Was mich sehr freuen würde und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.